Gestern feierte Nationaltorhüter Andreas Wolf seinen 30. Geburtstag. Heute muss er in der Champions League mit seinem polnischen Team Kielce gegen Flensburg ran. Die Flensburger brauchen, um als Gruppenerster die Gruppenphase der Champions League abzuschließen, mindestens ein Remis. Und sie starten gut. Spielerisch kommen sie zu Gelegenheiten. Aber Andreas Wolf ist ab Sekunde 1 on fire, kann sich direkt mehrfach auszeichnen. Es ist insgesamt eine hochklassige Partie. Eine Partie, die Spaß bereitet, weil Kielce ordentlich mithält. Das Hinspiel verloren sie nur mit einem Torunterschied. Die sind also ernst zu nehmen. Flott geht es in den ersten 10 Minuten zu. Hampus Wanne kann sich gleich mehrfach auszeichnen. Kommt in Durchgang Nummer 1 insgesamt auf 10 Tore. Das hier sein schönster Treffer, dieser wunderbare Dreher zur 7:6 Führung. Beide Mannschaften qualifiziert. Aufgrund der Corona-Phase wurde im Vorfeld ja beschlossen, dass alle Mannschaften die Playoff-Runde erreichen. Und Kielce hielt dagegen. Aber immer wieder hatten die Polen Probleme beim Rückzugsverhalten. Deswegen gelang es der SG, zu einfachen Toren zu kommen. Benjamin Buric neben Hampus Wanne, der auffälligste in dieser Begegnung. Buric Ausgangspunkt bei der Parade. Er sorgte dafür, dass Hampus Wanne das Tor machen konnte. Und dann trat er in Erscheinung beim 7 Meter. Eine weitere großartige Parade von ihm. Er war an diesem Tag insgesamt kaum zu überwinden. 20 Paraden erzielte er in dieser Partie. Letzte Offensivaktion der Flensburger, das 19. Tor durch Johannes Goller. Dann gab es nochmal die Chance für Kielce auf einen weiteren Treffer. Aber auch da war Benjamin Buric rechtzeitig zur Stelle. 19:17, deswegen die Pausenführung der Flensburger. Rein in Durchgang Nummer 2. Hampus Wanne weiter treffsicher. Und die Flensburger hatten einen richtig guten Lauf. Auf 4 Tore konnten sie wegziehen. 21:17. Magnus Röth schweißt den oben ins Eck. Andreas Wolf zum Ende von Durchgang Nummer 1 nicht mehr im Tor gestanden, kam aber im zweiten Durchgang zurück und zeigte eine verbesserte Performance. So gelang es Kielce dann auch, zu Tempo-Gegenstoßtoren zu kommen. Aber sie scheiterten in den entscheidenden Momenten an ihren eigenen Nerven. Dujebajew scheiterte vom 7 Meter gegen Buric. Er war damit aber nicht der Einzige. 25:22 stand es, als Andreas Wolf seine beste Parade in dieser Partie zeigen konnte. Macht sich da ganz groß und streckt dann die Pranke raus, um ein weiteres Gegentor zu verhindern. Es war die stärkste Phase in Summe von Andreas Wolf, vom deutschen Nationaltorhüter. Aber der Wurfgewalt von Magnus Röth musste auch er sich irgendwann geschlagen geben. Am Ende schafften es die Flensburger, diese Partie über die Zeit zu bringen. Das letzte Tor von Lasse Swan mit 31:28. Flensburg beendet damit als Gruppensieger die Gruppenphase der Champions League und trifft nun in der Playoff-Runde auf Zagreb.